Das große Hamburger Pokalfinale 2018 im Stadion Hohe Luft. Der Niendorfer TSV trifft auf Oberligameister TuS Dassendorf. Über 4000 Fans freuen sich auf das Highlight der Saison, bei dem die Dassendorfer natürlich als Favorit gehandelt werden. Ein besonderer Tag auch für ihn. Jeremy Karikari im letzten Jahr mit dem FC Eintracht Norderstedt bereits im Finale, musste allerdings verletzungsbedingt nach 20 Minuten ausgewechselt werden. Heute also nochmal die Chance im Dress des Favoriten. Die TuS Dassendorf wie erwartet zu Beginn mit mehr Ballbesitz und mit dem gefährlichen Angriff von links nach rechts. Sven Möller mit dem ersten Ausrufezeichen in Richtung gegnerisches Tor. Dassendorf schnuppert am Führungstreffer. Ein frühes Tor könnte dem Spiel aus Sicht des Favoriten die richtige Richtung geben. Diesmal über den rechten Flügel. Finn Thomas findet von Walsleben Schied. Was für eine Möglichkeit für den Ex-Profi, der ja bereits mit der deutschen U19-Nationalmannschaft 2004 in einem EM-Finale stand und dort gegen Spanien gescheitert ist. Siegtorschütze war damals übrigens Fernando Torres. Die Niendorfer vorne bislang unsichtbar. Der Underdog probiert es mal mit langen Bällen. Gute Ballannahme von Meier. Die Kugel fliegt in Richtung Eckfahne. Im Abschluss ist also noch viel Luft nach oben. Im letzten Jahr gewann sein Bruder Linus den Hamburger Pokal. Heute seine Chance nachzuziehen. Der NTSV mittlerweile im Spiel angekommen, aber Dassendorf völlig unbeeindruckt und mit viel Zug zum Tor. Lennart Speck viel zu unvorsichtig in dieser Szene, bringt hier Christoph Kurczynski zu Boden. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen, auch für uns in der Zeitlupe schwierig einzuordnen, aber bei einer Strafstoßentscheidung darf sich keiner beschweren. Glück für Speck. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit, Dassendorf im letzten Drittel des Feldes sehr präsent. Möller findet Dittrich, genial gelöst. Marcel von Walsleben schied mit der fehlenden Präzision im Torabschluss. Die TuS Dassendorf im zweiten Abschnitt weiter dominant, spielfreudig und das meistens mit 5 bis 6 Spielern in der Gefahrenzone. Hier geht's richtig zur Sache. Dieses Foul von Caro beispielhaft für die Härte während der gesamten Spielzeit. Der Favorit zwar überlegen, die Torausbeute allerdings mangelhaft. Möller mit dem Freistoß. Da wäre mehr drin gewesen. Wenigstens eine Ecke rausgeholt. Möller wieder der Mann für gefährliche Flanken. Warmbier verlängert vom ersten auf den zweiten Pfosten. 1:0 für die TuS Dassendorf. Völlig verdient. Da sind sich alle Zuschauer einig. Jeremy Karikari mit der Erlösung. Tolle Eckballvariante der Dassendorfer. In der Wiederholung gut zu erkennen, wie Magnus Hartwig Karikari einfach passieren lässt. Der Ex-Profi kickte bereits in der zweiten und dritten Liga, nutzt diese Erfahrung und beweist hier den richtigen Riecher. Die Erleichterung ist der TuS Dassendorf anzumerken. Klar, ein Tor würde dem Niendorfer TSV reichen, aber der Underdog in Schwarz ohne Nadelstiche, ohne Konterfußball. Das ist in der Offensive einfach viel zu wenig. Nächster Eckball, wieder Sven Möller. Diesmal von der anderen Seite. Der guckt, der sucht und findet wen? Richtig, Jeremy Karikari mit dem Doppelpack. Erneut nach einer Ecke 2:0 für Dassendorf. Jeremy Karikari, der Innenverteidiger, kommt erneut ungestört zum Kopfball und nickt die Kugel souverän unter die Latte. Sein letzter Doppelpack war vor circa einem Jahr gegen den VfB Lübeck in der Regionalliga Nord. Was für ein Traumfinale für den 30-Jährigen. Die Niendorfer mit gesenkten Köpfen. Die Männer in Schwarz im zweiten Durchgang kaum bis gar nicht vor dem gegnerischen Kasten. Dittrich mit viel Platz tritt aufs Gaspedal und schickt seinen Gegenspieler auf die Reise. Aber der Winkel am Ende doch zu spitz für den Flügelspieler. Abpfiff im Stadion Hohe Luft. Die TuS Dassendorf holt sich völlig verdient das Hamburger Double. Und das dank des Doppelpacks von Jeremy Karikari gegen enttäuschende Niendorfer, die vor der großen Kulisse heute Nerven gezeigt haben. TuS
Ball.